Hallöchen, Freunde! Wir sind hier in Telsamon. Die letzte Folge sind wir angekommen. Wie Und da geht's? wollen wir hier mal eben gucken, was es hier so zu tun gibt. Und zwar hier ein Gnoll, dort ein Gnoll. Seid gegrüßt, Jäger. Wir haben ein Problem. Ich würde euch bitten zu helfen. Ja. Oben. Station Algots und da hinten ist noch was. Spion der Dunkeleisenzwerge gesucht. Töte Gorik Fassschlucker. Was? Frisst der ganze Fässer. Da sind noch zwei. Guck mal. In die Hütten. Del Hutta. So, hier ist ein Briefkasten. Der ist aber anscheinend noch nichts drin. So, mein Freund, was willst du denn haben? Grüße. Freundin. Blutwurst. Ja, scheiße. Schön. Bärenrücken. Man sieht sich. Sollst du haben. Was zu fressen, hier bin ich immer dabei. La, 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 la. So, und was haben wir dort noch? Hä? Nichts? Nicht. Aber irgendwas ist hier noch. Mal da hochkrauchen. Guck mal, da ist noch ein Loch in der Erde. Duckbüchsenschuss, grüß dich. Schön euch zu sehen. Du möchtest also, dass ich Laura töte. Waldlaurer, um genau zu sein. Na gut. Was auch immer das sein wird, werden wir uns direkt drum kümmern. So, auf geht's. Da sind schon mal die Waldlaurer angesiedelt. Das ist natürlich wunderschön, dass uns das alles angezeigt wird. Auch wenn es wahrscheinlich für ein Let's Play günstiger wäre, wenn wir suchen müssten. Dann würden wahrscheinlich der eine oder andere mehr reinschauen, der das Quest erledigt sehen möchte. Aber ist nicht weiter schlimm. Wir machen es trotzdem. So ist es easy peasy Unterhaltung. Man kann es so leicht nebenbei herspielen und man muss sich keine größeren Gedanken drum machen. Ach geil, wie geil das ist mit zwei Viecher, Alter. Das liebe ich gerade. Das ist so schön. Auch wenn er keine speziellen Fähigkeiten einsetzt, aber er geht doch hin und haut drauf. Schnuffig, sehr schnuffig. Da werden wir uns demnächst mal hier so einen Braunbären noch fangen und dann haben wir einen weißen und einen Braunbären und dann ist das richtig kühl. Außer, ja, das könnte man natürlich auch machen. Ich bin außer Reichweite. Fangen uns eigentlich einfach nur die Raren, die wir unterwegs treffen, weg. Ich brauche ein Ziel. Ich habe kein Ziel. Lululululululu. Das ist schönes, schönes, entspanntes Gameplay. So mag ich es.
ein Ziel. Oh. Was haben wir denn da? Oh. Ich muss näher ran. Ich bin außer Reichweite. Krass, der kriegt doch Heilung ab. Ist ja irre. Das ist zu weit entfernt. Da gibt's noch Ohren. Böckli! Gibt's doch wieder was zum Pflücken. Was pflücken wir denn hier? Wir pflücken hier... da ist ein Blümchen zum Pflücken. Haben die das eigentlich geändert mit diesen Pets wegen dem Radli? Ich glaube, da haben bestimmt einige rumgequietscht, wenn sie auf einmal die zwei Pets wieder abgeben mussten. Ich habe das ja jetzt wirklich Ewigkeiten nicht mehr verfolgt. Aber kann doch sein, oder? Aua, lass das mal, Penner. Braucht das Kupfer. Die Ohren habe ich auch fertig. Was brauchen wir denn jetzt noch? Spinnies. Spinazis. Da ist noch ein Blümchen und noch ein Blümchen. Sagt man natürlich ein. Auch wenn ich immer noch nicht weiß, ob sich's verkaufen lässt oder nicht. Das werden wir dann in den nächsten Folgen irgendwann sehen. Bis dato nehmen wir es erstmal mit. So ein schönes, entspanntes Gameplay. Ich feiere das gerade so herrlich. Das könnt ihr euch gar nicht neidziehen. Warum in aller Welt sollte ich WoW Classic spielen wollen? Wenn das doch hier um so einiges einfacher ist. Rein nostalgische Gründe. Das vergeht euch ganz schnell wieder, könnte ich mir. Also der eine oder andere wird sicherlich wirklich geil finden, aber boah, wenn ich mich daran zurückerinnere, wie wir uns gequält haben damals, wie wir uns gequält haben zu leveln, zu für Indie-Gruppen. Wie man gemobbt wurde, wenn man nicht die passenden Klamotten hatte. Ich meine, es ist heute natürlich immer noch irgendwo in irgendeiner Form
Ich So, muss näher aber ran. durch den Dungeon Browser, ich meine, ne? Wisst ihr selber. Bei Classics oder zu Classic-Zeiten, da standst du halt einfach mal einen halben Tag in Scheiß Sturmwind oder Eisenschmiede rum, meistens in Eisenschmiede und hast eben mal gar keine Gruppe gefunden, weil dich keiner mitnehmen wollte. Selbst wenn dein Equipment in der Theorie komplett ausreichend war und du das schon fünfmal drinne warst in der ENI erfolgreich und die haben dich einfach nicht mitgenommen, dann hier, wie ist dein Gearscore? Gearscore, was ist das? Ja, durchgefallen. Punkt. Und ich meine, kann sein, dass das jetzt nicht so läuft, weil es ja wirklich nur Hardcore-Classic-Fans spielen, denke ich zumindest. Aber ach nö, ich glaube nicht, dass ich mir das geben muss. Vielleicht schaue ich da mal kurz rein, um mich daran zu erinnern, wie es einfach mal früher war, weil man weiß das immer alles gar nicht mehr so zu schätzen, was einem alles für Werkzeuge an die Hand gelegt wurden, die es vereinfacht haben. Man sieht immer so, ich würde es immer so eine romantische Verklärtheit nennen. Ist genau wie wenn du sagst, früher war alles besser. Das ist gar nicht so. Du erinnerst dich einfach irgendwo nur noch an so ein paar Punkte, die du wirklich toll fandest und das, wenn du das Glauben Ganze Sie? etwas nüchterner betrachtest und mal drüber nachdenkst, was heute doch anders ist, Ich dann habe kein Ziel. müsstest du zu dem Schluss kommen, dass es nicht ganz so ist. Ich will es aber gar nicht weiter ausweiten, das Thema. Sicherlich hast du früher Situationen und Erlebnisse gehabt, die anders waren wie heute. Dann hört es euch schon auf. Da haben wir es doch schon fast. Da gucke mal, da brauchen wir doch bloß noch den Fassschlucker. Können wir nicht weiter. Der Fassschlucker, da gehe ich jetzt noch nicht hin. Da gehen wir erst beim nächsten hin. Jetzt machen wir erstmal den Onkel da oben kaputt. Hau kaputt, kaputt! Ist sogar mal ein Blümchen stehen, so. Wo ist denn überhaupt der Eingang zu dem Berg? Ich würde doch da bestimmt nicht einfach so hochklettern können. Das Loch da, kann das sein? Spion der Dunkeleisenzwerge. Ein Spion der Dunkeleisenzwerge hat sich in der Stadt breit gemacht und Dokumente von der Forscherliga gestohlen. Jetzt versteckt er sich hier irgendwo in der Nähe. Das letzte Mal wurde er oben auf den Hügeln südlich der Stadt gesehen. Okay. Dann wird es ja doch nicht die Höhle sein. Ich bin er. Spinnst du? Gucken, ob wir hier hochkommen. Schön, Star Wars kann ich auch mal wieder irgendwas spielen. Jetzt habe ich mich selber getriggert. Star Wars, The Old Republic. Wunderschönes Spiel. Ich denke, da werde ich demnächst auch mal noch einen Charakter erstellen und werde da mal ein bisschen zocken. Da weiß ich allerdings noch nicht, was ich machen werde. Nehmen wir mal an, irgendeinen mit fetter Wumme auf der Juden-Rüstung
Bösen? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ihr werdet es dann erleben, wenn es soweit ist. Auf jeden Fall denke ich, dass ich da ein bisschen Spaß bei haben werde. Stimmt doch was nicht mit dem Gekraxel hier. Das kann doch nicht richtig sein. Hier geht's hoch. Sieht so aus zumindest. Das ist ein Ausrufezeichen. Warum ist denn da ein Ausrufezeichen? Tja, hier, ich hab's gefunden. Hupf, hupf. Gorik Fassschlugger. Au, kaputt! Der ist tot. Und Dokumente. Jupp. Das zurückbringen. Sonst gibt's hier nichts. Dann können wir jetzt zwischen. Ach, guck mal, hier wäre der Weg gewesen. Naja, gut, wir haben einen neuen gefunden. La 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 la. Viele, 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 viele Fragezeichen. Das wird wohl das nächste Level-Up werden. Boom, Brummerang, der Boom-Shoot. Der Boom-Shoot. So, müssen wir da rein? Ich glaube, das ist die einzige Hütte, wo wir nicht rein müssen. Diese Hütte. Hallöchen, ich bin wieder da. Wie geht's? Na gut, Mensch. Seid auf der Hut. Na holla, 100 Quests abgeschlossen. Bäm. Da gibt es keine Folgequest. Keine Folgequest. Nein, 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 nein. Dann gehen wir erstmal hier ums Eck rum. Sammeln das Magus Königskraut auf. So, Hang hoch, rinn ins Loch. Nächste Quest abgeben. Mann, ich habe so komische Jaukel am Hals, ey. Im Hals. Nackbüchsenschutz, Schuss. Man sieht sie. So, die Laurer sind tot. Erfahrungspunkte sind in die Tasche reingerieselt. Beziehungsweise in uns, Körper-Dingsbums. Mageres Draht, Was kann ich Stumpfnase, für euch tun? wollte den Spion kalt Seid haben. auf der Hut! Bam! Sechzehn, Mehrfachschuss, na gut. Adlerauge. Ist auch wieder so eine Fähigkeit, die eigentlich kein Mensch braucht. Du, 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 du. Schön, euch zu sehen. Bleibt sauber. So, und da haben wir die Ohren los. Und. Wir haben noch die Bären-Dinger-Koteletts. Gib mir die Blutwurst her. Was kann ich für euch tun? Bleibt auf dem Boden!
Was? Inventar ist voll. Willst du mich verarschen? Willkommen. Mögen eure Reisen sicher sein. Ich brauche Taschen. Brauche Taschen. Ich will nicht Was wegschmeißen. geht ab? Man sieht sich. Schön, euch zu sehen. So. Nein, das nicht. Das auch nicht, das Flitzdistel auch nicht, das weg. Das kann weg, das kann weg. Gorix Vorratsliste. Ich brauche größere Bleibt auf dem Boden. Taschen. Na, 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 na. Hallo, Hallo. so, da bin ich wieder. Man sieht sich. So, guckst du. Dann würde ich sagen, wir müssen einmal hier unterbrechen und werden dann in der nächsten Folge weiter fortfahren und wir werden uns nach Station Algas begeben. Und dann schauen wir mal, was uns dort erwartet. Bis dahin wünsche ich euch wie immer einen angenehmen Tag und lasst euch gut gehen, habt Spaß im Leben und bei was auch immer ihr sonst so treibt. Schaut mal wieder rein, lasst ein Abo da und danke, dass ihr immer wieder meinen Scheiß guckt. Bis dahin, tschüssi!